Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Kann man sagen, dass eine Phase des Friedens ausgebrochen ist, wenn gleichzeitig einer der größten Kriege tobt, die Europa je gesehen hat? Man kann ihn den großen nordischen Krieg nennen, zu Recht, schaut euch das an. Ganz Skandinavien kämpft gegen Novgorod, Polen, Litauen, Böhmen und Ungarn, nur die habsburgischen Truppen selbst. Ja, was machen die eigentlich? Die sichern die Südgrenze gegen die Osmanen, so lautet zumindest die habsburgische Propaganda. Das Reich ist Gott sei Dank vor diesem Krieg nicht betroffen. Das ist durchaus in unserem Interesse. Ansonsten hoffen wir durchaus, dass die Polen diesen Krieg gewinnen, ohne dass wir uns da großartig aufopfern wollen. Das ist der große Plan. Wir nutzen diese Entspannungsphase, um gutes Geld zu verdienen, Manufakturen zu bauen, unsere Ländereien weiterzuentwickeln und diplomatisch hier und da ein bisschen zu intervenieren und zu schauen. Im Moment gibt es nicht so viel zu tun, außer dass wir doch noch Missionare losschicken können, wie ich gesehen habe, nach Rama. Das machen wir. Und ja, nö, mehr gibt es eigentlich absolut nicht. Insofern können wir auch weiterlaufen lassen. Wir hoffen, dass dieser Krieg vor allem nicht allzu lange dauert, denn wir haben großes Interesse an einem Frieden. Wir haben nämlich großes vor. Das ist eigentlich das große Projekt. Wir wollen unseren Handelspunkt nach Istrien verlegen. Und das geht nur, wenn wir Frieden haben. Zum Zweiten wollen wir gerne die Rivalität mit Frankreich aufheben. Und auch das geht nur, wenn wir Frieden haben. Es hilft nichts. So, aber ja, wie gesagt, wenn wir bei 800 sind, werden wir die nächste Manufaktur investieren. Wenn wir dann ausreichend davon gebaut haben, würde ich sagen, ist der nächste Investitionspunkt, dass wir unsere Armee etwas vergrößern. Wir haben wirklich jetzt, glaube ich, eine gute Bilanz. Man könnte natürlich auch über andere oder eine Beförderung von Beratern nachdenken. Dieser hier scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, der Inquisitor. Der ist auch schon 51. Aber hier noch einen Punkt mehr zu bekommen, wäre, glaube ich, auch ganz gut. Wisst ihr was? Je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr gefällt mir das. Vor allem, weil wir auf diese Art und Weise auch im Ideenbereich dann schneller vorankommen können. Was kostet uns das dann? 59 und es wird natürlich dann 3 Dukaten mehr im Monat kosten. Klar, das ist nicht wenig. Aber wisst ihr was? Ich mach's trotzdem. Ich mach's trotzdem. Dieser eine Punkt, den können wir wirklich gut gebrauchen auf Dauer. So, wir haben viele Diplomaten, die jetzt was tun können. Aber wir... Okay. Weißer Friede, Schweiz. Die waren da wohl in irgendwie den Venedigkrieg mit involviert. Aber wir haben kaum noch Ziele. Wir stehen ganz gut mit den meisten Staaten. Beim Kirchenstaat können wir mal wieder vorbeigucken. Oh ja, da kann man nochmal wieder was machen. Beziehung verbessern, läuft. So, wir schauen, wir achten mal hier oben drauf, was passiert dort. Dänische Truppen. Aber hier sind auch starke Allianztruppen. Ein Agent ist entdeckt worden. Frankreich agiert gegen uns. Dabei wollen wir doch die Beziehung verbessern. Oh mein Gott. Bayreuth und Mühlhausen wollen Militärzugang. Kriegen sie aber nicht. Plus 5. Warten wir mal hier, bis wir runterrutschen auf plus 10 oder plus 5 und dann gehen wir dahin. So, weißer Friede auch von Lucca. Der Krieg geht wohl nicht voran. Mit Mailand auch. Da passiert wohl nicht so viel, wie mir scheint. Wahrscheinlich wieder ein Flottenproblem. Ansbach. Level 2 Führer nehmen wir nicht. Och, nervt doch nicht rum mit eurem Militärzugang. Pfalz hat Württemberg den Krieg erklärt. Ingolstadt können wir irgendwie auffordern. Nützt es denn was? Ja, sie würden auch klein beigeben. München. Existiert München nicht mehr? Das ist nicht gut. Also da können wir, glaube ich, mal was tun. Kommt, wir sorgen weiter dafür, dass das Chaos hier aktiv bleibt. So, wo ist denn... Ach, da ist München. München ist wieder da. Na, großartig. München ist aber leider keine Republik. Vermute ich mal sehr stark. Nein, weiterhin eine Grafschaft. Insofern wird auch München keine Reichsstadt werden wollen. Keine Chance, unsere 12. Reichsstadt zu bekommen. Rothenburg, Mailand. Was will Mailand eigentlich? Venedig ist Teil des Heiligen Römischen Reiches. Sehr, sehr gut. Das ist jetzt auch gelungen. Was hat Mailand da am Start? Mailand hat gar nichts. Die führen gar keinen Krieg mehr. Und dann lehnen wir das natürlich ab. Was ist das denn für eine merkwürdige Anfrage? Sehr komisch.
Venedig, Frieden mit Mantua. Also es gibt keinen Landwechsel, es gibt nur Kriegsreparationen. Dafür hatten die wirklich lange Krieg geführt. So, ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass wir hier diese militärische Technologie endlich einführen. Die Berufsoffiziere haben aber ganz schön Militärpunkte noch gespart. Verbessert Militärtaktik und erhöht die Gefechtsbreite. Und wir können neue Infanterieeinheiten auswählen. Und wir nehmen mal die Landsknechtsinfanterie. Ja. Einfach dem Namen nach. Okay, diplomatisch sollten wir auch nicht zu weit zurückfallen. Ja, Mailand, Florenz. Florenz ist nur. Ja, da können wir vielleicht anfragen, ob sie das wieder rausnehmen. Florenz ist im Bündnis mit Lothringen, ansonsten natürlich dort ein leichtes Opfer. Leichte Beute, wollte ich sagen. Tja. Also noch sind wir der Zeit voraus. Ich würde sagen, das warten wir nochmal ab, das Jahr. Und dann machen wir das. Oh, Karl von Riedesel ist gestorben. Und das war insofern. Ja, das ist schade, weil er war, glaube ich, ein Dreier, den wir zum Preis eines Zweiers in etwa bekommen haben. Das tut natürlich weh. Man konnte doch auch. Warte mal, irgendwo bekam man doch noch vergünstigt an Leute ran, aber wir gucken mal, was hier angeboten wird. Okay, das heißt, wir müssen hier nochmal investieren. Er konnte Beziehungen verbessern. Diplomatische Reputation ist wichtig. Aber das wird jetzt natürlich immer kostenintensiver, der ganze Spaß. Wir sind jetzt bei plus 16. Wenn wir ihn uns leisten, sind wir, naja, plus 11, 12. Otto von Hohenberg. Ja, ich denke, ich nehme ihn aber. Beziehung verbessern ist für uns kein so großes Problem mehr. Diplomatische Reputation ist schon nicht schlecht. Handelseffizienz wäre auch okay. Den könnten wir dann auch befördern auf einen besseren. Also Handelseffizienz wird noch ein Thema sein, wenn wir das hier runterlegen. Aber ich nehme trotzdem, glaube ich, lieber die diplomatische Reputation. Gerade für die ganzen Beschlüsse hier ist das kein unwesentlicher Faktor. Die Reputation da besser dazustehen, ist, glaube ich, eine gute Sache. So, Venedig, Herzegowina als Rivalen. Okay, soweit. Wir sind jetzt. Adliges Bündnis mit fremder Macht. Der Adelstand spinnt schon wieder rum. Er erweist sich oft als widerspenstiger Untertan, versucht sich gegen jede Verletzung seiner Autonomie zur Wehr zu setzen und jede Gelegenheit zur Stärkung seiner Position zu nutzen. Dazu gehört oft auch mit ausländischen Mächten gemeinsame Sache zu machen. Okay, es geht um Pro-Württemberg. Tja, administrative Machtpunkte verlieren wir. Einen Kriegsgrund gegen Württemberg benötigen wir eigentlich überhaupt nicht. Loyalität wird verloren. Hier steigt sie an, hier verlieren wir nur Prestige. Na, ich würde sagen, wir nehmen uns der Sache später an. So, Wallstein ist tot. Oh, das war unser besserer Mann. Da brauchen wir natürlich einen neuen. Leisten können wir uns problemlos. Mal schauen, zwischen 4 und 11. Wen bekommen wir? Ladislav von Hohenberg. Ah, wäre natürlich schön, noch wieder einen Wallstein zu bekommen, aber lassen wir es mal dabei. Ist auf jeden Fall ein Adliger. Insofern korrekt, in Ordnung. Und ja, er ist überaus talentiert. Damit können wir ganz zufrieden sein. 2, 4, 2, 1. Das ist, glaube ich, doch einer der besseren. Gut, dass wir ihn genommen haben. Hervorragend. Luca möchte Zugang. Okay, die Staatsehe mit Aquileia ist vorbei.
Ich denke, hier werden wir die aber wieder in Gang bringen, denn das soll lange Bestand haben. Da gibt es keinen Grund, keine Ehe zu haben. Das machen wir mal. Okay, sehr gut. So, worauf ich immer noch spekuliere, aber warum zögern die? Warum scheuen die sich so? Was ist hier los mit der Provence? Krieger lesen keine Bücher. Da der Krieg jedem tüchtigen und produktiven Angehörigen dieser Nation das Äußerste abverlangt, bleibt viel weniger Zeit für das frivole Tun der Musiker und Dichter. Das ist aber schlecht. Kosten administrative und diplomatische Technologien steigen die nächsten 5 Jahre. Und Urbino ist konvertiert. Ah ja. Wie Urbino? Ah, Urbino, also nicht die Provinz Urbino, sondern der Staat Urbino ist konvertiert. Ja, okay, das war zu befürchten, dass das demnächst mal passieren wird. Oh, wir sehen gerade, es ist ein Reformationszentrum geworden, das nächste. Das war die entscheidende Botschaft. Und da sind auch schon Protestanten. Und in Hannover auch. Ja, das ist jetzt natürlich die spannende Frage. Gibt es da jetzt für uns relevante Möglichkeiten? Was ist denn mit Urbino los, diplomatisch? Sie sind verbündet mit Goslar. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Aber wir haben keinen Kriegsgrund. Wir bekommen später über die religiösen Ideen, glaube ich, einen Kriegsgrund und können dann ihre Religion zwangsweise ändern. Und ich glaube, wenn man das tut, zerstört es das Religionszentrum. Aber wir haben keinen Kriegsgrund. Wir können aber, glaube ich, einen. Das Problem ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir. Also wir können einen Kriegsgrund erwirken. Glaube ich, über Ansprüche einfach. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es möglich ist, dann in einem Friedensvertrag eben diese Religionsänderungen jetzt schon durchzusetzen. Oder ob es das irgendwie noch nicht geht. Das weiß ich nicht ganz genau. Wir können es aber einfach mal ausprobieren. Der Krieg wird simpel und problemlos laufen. Warum eigentlich nicht? Dann lasst uns mal dorthin Diplomaten schicken. Wir können nämlich, glaube ich, dort Ansprüche fingieren, weil das direkt über den Golf geht. So. Aha. Der Krieg von Brabant scheint zu Ende zu sein. Sie haben Holland geschluckt. Und das ist in der Tat was, was ich eigentlich nicht möchte. Ich möchte, dass Holland existiert. Und dann gucken wir mal, wie sie darauf reagieren. Ja, tatsächlich, es geht. Seeland, das müsste dann an Holland zurückgegeben werden. Ja, tatsächlich. Und damit existiert Holland wieder. Und ist das jetzt eigentlich eine Republik Holland? Nee, warum sollte es? Es ist auch eine Grafschaft. Petra von Oldenburg ist Gräfin und mit Sicherheit können wir dementsprechend auch hier die Reichsstadt nicht machen. Wir brauchen Republiken für Reichsstädte und die können wir natürlich nicht einfach so forcieren. Wir stehen ja dieser Staatsform ja auch etwas reserviert gegenüber, nachvollziehbarerweise. So, die nächste Konvertierung ist geglückt. Da gucken wir mal gleich mal, ist noch irgendwas jetzt möglich? Ja, Prag. Wie gesagt, das dauert aber 333. Das macht meines Erachtens keinen Sinn. Was, wie, wo? Kolding? Ah, okay. Möglicherweise waren da die Böhmen oder Ungarn unterwegs. Florenz tritt Arezzo an Mantua ab. Das gehörte auch Florenz. Das hatte ich noch gar nicht gesehen. Mantua könnten wir auffordern, das zurückzugeben. Aber sie werden es nicht tun. Und wir werden, glaube ich, deswegen keinen Krieg führen, weil Florenz existiert ja noch. Insofern, nein, machen wir nicht. So, 39%. Im Moment sieht es so aus, als ob die Polen auf der Gewinnerstraße wären. Ja, es sieht stabil aus, ehrlich gesagt. Und, ah, sehr schön. Wir sind im Zeitalter der Reformation. Das ist natürlich nicht sehr schön, aber trotzdem interessant. Ein Zeitalter religiöser Überzeugungen, Debatten und Massenbewegungen. In Europa wird der Protestantismus verankert, während sich der Millenarismus
im Iran durchsetzt und religiöser Synkretismus die indische Gesellschaft prägt. Nun gut, Spionagewerkzeug bei 7. Damit werden religiöse Konflikte jetzt auch virulent werden. Und neue Söldnerkompanien sind verfügbar. Aber ich denke nicht, dass wir auf absehbare Zeit auf Söldner zurückgreifen müssen. Aber wer weiß. Wir gucken uns das gleich mal an, was das bedeutet. Inwieweit wir hier punkten können im Zeitalter der Reformation. Wir können der Reformation beitreten. Das machen wir natürlich nicht. Wir können entweder die humanistische oder religiöse Ideen freischalten. Da sind wir dabei. Das ist gut. Wir sollen konvertieren, da sind wir auch dabei. Zweiter Punkt, Kolonialreich wird nicht unser Thema sein. Konvertiert eine andere Nation, das werden wir mit Sicherheit auch tun. Damit haben wir schon unsere drei Sachen. Und ich denke, ein goldenes Zeitalter wäre wirklich denkbar hier im Zeitalter der Reformation, gerade mit Blick auf den Krieg gegen die Osmanen. Ja, das werden wir auch nicht machen. Aber die drei sind machbar. Und strebenswert, anstrebenswert. Sehr, sehr gut. Okay, wir gucken uns kurz nochmal die veränderten Regeln an. Und zwar religiöse Konflikte. Reformationszentren können auftauchen, das war vorher schon der Fall. Religion hat Einfluss auf Diplomatie. Katholische Herrscher können exkommuniziert werden. Kreuzzüge können vom Kontrolleur der Kurie ausgerufen werden. Das hat sich, glaube ich, nicht verändert. Absolutismus ist jetzt aktiv. Sehe ich das richtig? Nee. Noch nicht. Ich glaube, das war gar nicht der Ort für die Regeln, wo ich jetzt gerade geguckt habe. Naja. Gut, geht schon seinen Gang. Die drei Dinge sind klar. Okay, das ist das nächste Interessante dann, würde ich mal sagen. Außer natürlich, hier wird bald Frieden geschlossen, was schön wäre. Aber ein Versuch, das Reformationszentrum dort zu zerstören. Ich denke, der Versuch, den sollten wir unternehmen. Pfalz-Memmingen, keine Gebietswechsel, das ist auch gut. In Süddeutschland laufend irgendwelche Kriege am Start. Moskau annektiert Perm. Ja, Novgorod bleibt allerdings auch eine erstaunlich starke Macht. Das wird auch noch interessant sein, wie sich das Ganze hier in Russland entwickelt. So, Schweden ist fast ganz von Polen besetzt. Also, sieht jetzt wirklich so aus. Ja. Polen wird gewinnen. Polen wird gewinnen, das ist jetzt ziemlich klar. Waffenstillstände werden beendet jetzt. Und, was haben wir hier? Goslar will Militärzugang. Und Provence möchte eine Staatsehe. Ja, überzeugt sie das denn? Also eigentlich will ich nicht die Ehe, weil ich das Bündnis wieder beenden möchte. Aber ich verstehe nicht. 260, kommt. Springt über euren Schatten. Kommt ins Reich. Es ist besser für euch. Ich meinte, wir können sie natürlich auch vasalisieren. Aber das ist der blöde Weg, ehrlich gesagt. Wobei, ich weiß gar nicht, wir können sie damit nicht dem Reich hinzufügen, ne? Nee. Ich hoffe nochmal auf ihr Einsehen, dass sie das freiwillig tun werden. So. Hier will ich aber jetzt diesen Weg gehen, auch wenn wir... Bis wann läuft nochmal dieser Modifikator? Der lief doch nicht mehr ewig. Genau, bis... Ach doch, 4 Jahre. Nee, das ist mir zu lange. Entschuldigt, ich werde das jetzt hier nochmal einführen, damit wir die Handelseffizienz bekommen. So. Aber dann schauen wir als nächstes, wie wir die Institution fördern können, bevor wir die nächste Technologie freischalten. So, und ein Militäringenieur ist gestorben. Das ist auch nicht gut. Da brauchen wir auch einen neuen Mann. Hier genügt, glaube ich... Ah, wir sind auf 3... Ach, wir haben Kriegssteuern aktiviert. Ah, das ist, glaube ich, jetzt in diesem Krieg eher unschön. Das machen wir nicht. Da gehen wir raus. Okay. Ich bin nämlich überlegen, wir haben keine militärische Idee im Moment. Wir sind technologisch gut dabei.
ob wir hier wirklich einen Zweier brauchen. Moral ist in Ordnung. Unterhalt. Ich glaube, ich beschränke mich hier auf einen einfachen Mann. Einen einfachen Armeereformer. Im Zweifelsfall können wir ihn ja auf jeden Fall noch befördern. Aber das reicht jetzt erstmal. Gut, so, aber ich sehe gerade, wir haben die Mittel zusammen, um weiter in Manufakturen zu investieren. Das machen wir auch. Warte mal, hier unten, Zwangsrekrutierungsämter benötigen wir nicht, Befestigungsmauern. Also an der Küste, ne? Es geht doch, glaube ich, um Küste, oder? Nee, es geht allgemein. Aber das brauchen wir auch nicht. Wir werden hier weiterentwickeln. Und wir machen mal weiter einen Bauernhof im Krain. Sehr gut. So, hier sind leider Gegner, die jetzt gerade unsere armen Böhmen hier besiegen wollen. Ist natürlich auch nicht schön. Ich meinte, wir könnten natürlich sagen, wir helfen jetzt mal. Der Gegner ist nicht sonderlich stark mit 12.000. Wir müssen bloß unseren Unterhalt hochdrücken. Aber der Kriegsstand geht hoch. Die Polen sind haushoch überlegen. Nee, komm, wir brauchen unsere Leute hier nicht opfern. Und die böhmische Armee ist leider sowieso schon geschlagen. Und was gibt's hier? Aha, da könnten wir helfen. In Ungarn, um die Bauern zu besiegen. Das ist genau eine Aufgabe für unsere Truppen. Das machen wir. Hier sind wir eher noch am Trainieren. Das ist gut. Dann werden wir jetzt hier den Unterhalt wieder erhöhen und marschieren gegen die Bauern. Jetzt mal nach Pest. Pest. So, hier gibt es, glaube ich, nichts Spannendes im Moment. Auch noch im Winter direkt. Wir müssen leider hier ein bisschen warten, Vorräte auffüllen. Und die Urbanisation haben wir. Die Stadtbewohner machen zwar nur einen kleinen Teil unserer Bevölkerung aus, aber der wachsende Wohlstand der Bürger zieht immer mehr Menschen vom Land in die Städte. Einige Städte wachsen derart schnell, dass sich den Bürgern zufolge bestehende Probleme mit der Abwasser- und Abfallentsorgung und Überbevölkerung von Besorgniserregend zu katastrophal verschlechtert haben. Die Armen haben sich außerhalb der Stadtmauer niedergelassen, wo verwahrloste Vororte voller Krankheiten wie Pilze aus dem Boden schießen. Die Bürger halten die Situation für unerträglich und verlangen nun staatliche Hilfe, um Ressourcen bereitzustellen und außerhalb der Stadtmauern für Recht und Ordnung sorgen zu können. Die steigende Urbanisierung kann nur auf diesem Weg zu etwas Gutem führen. Wir können 120 Dukaten einsetzen, um die Grundsteuer in Steiermark, Wien, Mannertsberg. Oh, das ist aber eine sehr lohnenswerte Investition. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Manchmal haben die Bürger auch vernünftige Vorschläge. Was ich gerade sehe, Spionagenetzwerk, sieht gut aus. Das heißt, wir können jetzt... wir brauchen 30, weil das innerhalb des Heiligen Römischen Reiches ist. Gut, geht also noch nicht. Hier warten wir auf die entsprechende Moral, um gegen die Bauern loszuschlagen. Aber was sehe ich da? Die Ungarn wollen die Sache selbst in die Hand nehmen. Boah, hättet ihr das nicht gleich sagen können? Na toll. Wir marschieren zurück und schieben den Unterhalt wieder runter. Selbst da halten sich die habsburgischen Truppen vornehm zurück. So. Wie sieht es hier weiter aus? 52% Kriegsstand schon. Oh, ich bin gespannt, was am Ende aus diesem Krieg herauskommt. Es wäre natürlich super cool, aber ja, ich sag mal, würden wir den Krieg vielleicht führen oder beeinflussen können, dann hätten wir die Gelegenheit nutzen können, hier Holstein irgendwie noch zurückzuholen. Aber das werden die Polen mit Sicherheit nicht berücksichtigen, wenn sie den Frieden verhandeln. Ich glaube nicht, dass man ihnen das auch irgendwie signalisieren kann. Insofern, meines Erachtens war es die richtige Entscheidung, hier nicht mitzumischen. Und noch sind die Osmanen ja auch handzahm. Oh mein Gott, 160.000, 111.000. Großartig. Wie viel hätte denn im Moment unsere... Naja, wir könnten schon dagegen ankommen. Die Osmanen sind mit Krim und mit Tunesien noch verbündet. Wobei Tunesien wird ja immer schwächer. Die Krim. Allerdings ist es ein bisschen unangenehm, weil sie ja auch in der Nachbarschaft zu Litauen wäre. Naja,
Nun ja, nun ja. Der Adlige fordern höhere Pensionen. Der Kaiser muss von vielen Methoden Gebrauch machen, um die widerspenstigen Adligen in Schach zu halten. Eines der am häufigsten eingesetzten Mittel ist bares Geld. Wir gewähren den Adligen bereits eine Pension als Gegenleistung für den Verzicht auf bestimmte Rechte, doch ihre Führer behaupten nun, dass wir ihnen nicht genug zahlen und fordern eine Erhöhung ihrer Pensionen, wenn sie weiterhin den Kaiser unterstützen wollen. 20 Jahre minus 10% Steuereinnahmen? Das, finde ich, geht ganz schön weit, ehrlich gesagt. Boah, wir verlieren Stabilität. Aber das weise ich zurück. Das ist jetzt zu viel des Guten. Der Adel wird von mir gerne empfangen, aber bei Steuereinnahmen hört der Spaß dann doch irgendwo auf. So, jetzt sind wir aber in der Lage, einen Anspruch zu fingieren. Und den tun wir natürlich, also das machen wir natürlich, auf Ravenna. Und damit wäre ein Krieg denkbar. Ja. Goslar wäre noch nicht mal mit drin. Das wäre also wirklich ganz unproblematisch. Die Frage ist nur, ob eben dieser Religionswechsel Teil eines Kriegsziels ist. Wisst ihr was? Wir werden es probieren. Das Risiko ist sehr, sehr gering. Das wird eine der Aktionen sein, die wir in der nächsten Folge unternehmen werden. Daher werde ich diese erstmal beenden. Und ich hoffe sehr, ich hoffe inständig, dass in der nächsten Folge dann auch dieser Krieg hier beendet wird. Damit wir endlich unser großes Ziel umsetzen können, Istrien zu unserem großen habsburgischen Handelszentrum an der Adria ausbauen zu können. Ja, am besten noch mit dem Ziel, Venedig irgendwann zu übertrumpfen. Wie klingt das? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.